Hallo? Sie haben was vergessen. Wollen Sie das Ding nicht mitnehmen? Nee, nee, ist schon gut. Morgen, Schala. Morgen, Herr Regierungsrat. Na, war's schön auf dem Ball. Na, großartig. Ja, merkt man. Morgen, Freund Tim. Morgen, Herr Regierungsrat. Hallo? Hallo, Roma. Hallo, Milano. Hallo, Milano. Mama, si je vous prie, s'il vous plaît, donnez Pierre Richaud. Maman, s'il vous plaît. Paris für Ministerialdirektor Gregor. Ich verbinde. Parlez, s'il vous plaît. Paris, danke. Hallo? Gregor? Ja, guten Tag, Herr Minister. Danke, ja, ja. Nein, nichts Aufregendes. Karnevals. Ja, schade. Aber viel versäumen Sie ja nicht, sind ja immer dieselben Gesichter. Ja, eben, eben. Das Projekt PV100. Ja, natürlich, aber alle Unterlagen hier. Nein, ich wollte Sie mit Kurier nach Paris schicken. Gut, gut, ich werde Sie Anfang nächster Woche mitbringen. Ist ja auch viel besser so. Ja, danke, ja. Auf Wiedersehen. Hat der Chef schon wieder gefragt? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, er hat gerade mit dem Minister in Paris telefoniert. Freund Renz, schicken Sie Regierungsrat Rausch zu mir. Ja. Ja? Er soll sofort kommen, es ist dringend. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben mich rufen lassen, Herr Ministerialdirektor. Ja, ja. Herr Rausch, haben Sie die Akte zu dem Projekt PV100 aus dem Schrank genommen? Nein, ich war heute Morgen noch gar nicht hier im Raum. Ja, natürlich. Ich dachte auch mehr, dass Sie die Unterlagen vielleicht gestern Abend mit nach Hause genommen haben könnten. Akten, die einen so hohen Verschlussgrad haben, die würde ich nie mit nach Hause nehmen. Außerdem, ich hatte etwas vor. Ja, ich dachte auch nur. Aber diesmal wäre ich direkt froh gewesen, wenn Sie es getan hätten. Sie waren meine einzige Hoffnung. Die Akte mit den Berechnungen zu PV100 ist nicht mehr da. Die Akte mit den Berechnungen? Und der Minister ist in Paris. Er braucht die Unterlagen Anfang der nächsten Woche. Das ist ja nicht auszudenken. Das Projekt PV100 ist streng geheim. Herr Rausch. Sie sind der Einzige, der außer mir Zugang zu dem Schrank hat. Sie sind auch der Einzige außer mir, der die Kombinationszahl kennt. Herr Ministerialdirektor. Bitte überlegen Sie noch mal genau. Haben Sie nicht vielleicht doch die Akte aus dem... Aber nein, Herr Ministerialdirektor, ich sagte Ihnen doch, diese Akten sind Verschlusssachen höchsten Grades. Ja, natürlich. Frau Lorenz, verbinden Sie mich bitte mit dem Geheimschutzbeauftragten. Ja, sofort. Ja? Herr Ministerialrat Berger ist nicht im Haus. Herr Oberregierungsrat Gabler ist da. Der weiß über alles Bescheid. Ich übergebe. Dr. Greer möchte Sie sprechen. Guten Morgen. Gabler. Guten Morgen, Herr Doktor. Kaffee? Sie auch? Na, wenn Sie einen übrig haben. Für Sie immer. Nein. Und außer Ihnen beiden weiß niemand die Kennzahlen? Wer hat denn sonst noch Zutritt zu Ihrem Büro? Haben Sie gestern irgendwelche Besuche empfangen, Herr Doktor? Zwei. Sie nehmen sich selber? Ja, ich habe mir alles notiert.
Bitte sprechen Sie mit niemand über den Vorfall und vor allem berühren Sie den Stahlschrank nicht mehr. Ich komme sofort rüber. Herr Bergmann vom Bundesamt für Verfassungsschutz ist gerade bei mir. Den bringe ich mit. Ja? Ja, wir kommen sofort. Bis gleich. Oh. So heiß? Mhm. Kommen Sie, Herr Bergmann. Na, machen Sie sich nichts draus. Was gibt's denn? Bei Dr. Gregor ist ein kleiner Karnevalscherz passiert. Wie lustig. Sehr lustig. Eine Geheimakte ist verschwunden. Von Gewalt keine Spur. Das Ding wurde anscheinend ganz normal geöffnet. Aber außer einer Regierungsrat Rausch und mir kennt überhaupt niemand die Kombinationszahlen. Sie sind sicher, dass die Akte im Schrank war? Ich bin ganz sicher. Ich habe sie ja gestern noch durchgearbeitet, weil ich Anfang der nächsten Woche damit zum Herrn Minister nach Paris fliege. Ich habe sie selbst in den Schrank zurückgelegt. Ja, die Akte enthält die Berechnungen für das Projekt PV-100. Ey, wahrscheinlich wissen Sie gar nicht, was das bedeutet. Wenn die Akte in die falschen Hände gerät, dann sind die Verhandlungen in Paris... Geplatzt. Gefährdet sind sie, gefährdet. Das kann uns ja um Jahre zurückwerfen. Bitte behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Ich glaube, so kommen wir am besten weiter. Herr Gabler, lassen Sie bitte Fotos machen. Ja? Das lasse ich ja. Ja, meine Herren, müssen wir da nicht sofort die Kombinationszahlen ändern? Ja. Nein, dann hätten wir keine Möglichkeit mehr festzustellen, ob jemand aus dem Amt hier Interesse an dem Stahlschrank hat. Und bitte, Herr Doktor, deponieren Sie bis auf Weiteres keine wichtigen Sachen mehr in diesem Schrank. Natürlich, natürlich. Ich habe da noch ein paar Fragen an Fräulein Renz. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Was ich nicht verstehe, ist, wieso... Ich verstehe es auch nicht. Fräulein Renz, kann ich bitte die Besucherliste von gestern haben? Da liegt sie. Danke. Waren die alle in Dr. Gregors Büro? Alle Besucher werden grundsätzlich in einem besonderen Besuchsraum empfangen. Dann sind Sie also die einzige Person, die seit gestern das Chefzimmer betreten hat. Außer Dr. Gregor selbst natürlich. Nein. Die Reinemacher Frau Olga Sankowski hat gestern Abend noch drin sauber gemacht. Aber in meinem Beisein. Sankowski heißt die Dame. Sie kennen sie wohl näher, ich meine, weil Sie Ihren Vornamen wissen. Ja, Herr Doktor, wir werden sehen, was sich machen lässt. Auf Wiedersehen. Ja, er ist nicht so wichtig. Auf Wiedersehen. Na, Sie gehen wohl heute Abend noch zum Karneval. Ich meine wegen der Schuhe. Er hätte ja sein können. Sandro, ich gehe jetzt essen. Nein, nicht in die Kantine. Zu Feingel, gut, dann hol mich gleich ab. Ciao. Ist denn Fräulein Renz immer so unfreundlich? Nee, nur weil Dr. Gregor gesagt hat, dass jeder verdächtig ist im Zusammenhang mit dem Aktendiebstahl. Ist sie denn oft allein im Büro? Doch ja. Dr. Gregor arbeitet viel außerhalb des Ministeriums. Wie lange arbeitet sie denn schon bei Ihnen? Seit 2 Jahren etwa. Aber Fräulein Renz über jeden Verdacht erhaben, nein, das wäre absurd. Ich habe weder dienstlich noch privat jemals was Nachteiliges über Sie gehört. Das ist ja sehr erfreulich. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Sie... Im Moment glaube ich noch gar nichts, Herr Rausch. Verstehe schon. Aber wissen Sie, es interessiert einen doch, auf was sich in so einem Fall die Verdachtsmomente konzentrieren. Ich meine, das ist doch für uns Laien etwas völlig Außergewöhnliches, mal aus der Nähe mitzubekommen, wie Sie so arbeiten. Das kann ich mir denken, Herr Rausch, aber im Moment kann ich Ihnen wirklich noch nichts sagen. Auf Wiedersehen. Schade. Auf Wiedersehen. Wirklich. Ich bringe Sie noch zum Wagen. Ja. Ja, ist gut, danke. Wiedersehen, Herr Gabler. Ja, ich werde mich drum kümmern. Ich lasse Ihnen Bescheid sagen. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Ich fahre nach Köln zurück. Ja. Aber ich werde dem BfV vorschlagen, dass mir der Fall übertragen wird. Hoffentlich können Sie mich bei den Ermittlungen ein bisschen unterstützen. Aber selbstverständlich. Der Geheimschutz hat ja selbst das größte Interesse daran. Die Besucherliste gibt nicht viel her. Firmenvertreter, Versicherungsagenten, Postboten, Angehörige anderer Dienststellen. Alles Leute, die öfter ins Ministerium kommen. Und in Dr. Gregors Büro kommen Sie sowieso nicht. Außerdem, der Stahlschrank hat ein 3-Scheiben-Kombinationsschloss, das auf 3 Kennzahlen eingestellt wird. Und diese Kennzahlen wissen nur Dr. Gregor und Regierungsrat Rausch. Die beiden können wir wohl im Moment ausschalten. Die brauchen keine Akten aus dem eigenen Stahlschrank zu klauen, um den Inhalt kennenzulernen. Bleiben also nur Fräulein Renz und die Sankowski. Ja, bitte? Ich gehe jetzt essen. Ich habe in der Zentrale Bescheid gesagt, dass sie die Gespräche zu Ihnen umlegen.
Ja, ist gut, vollen Reiz. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich rufe Sie dann später an. Ja. Da ist ja meine Freundin. Kommen Sie doch mal. Zollnummer. Können Sie sie behalten? Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, ich sehe mir die Renz mal etwas näher an. Bitte, Frau Schubert, zum Diktat. Nein, für Sie nicht mehr. Dann gehe ich jetzt. Wir feiern bei uns zu Hause heute Abend nämlich ein bisschen Karneval. Aha. Ja, hoffentlich sind Sie dann morgen überhaupt noch vernehmungsfähig. Also viel Spaß, Hildemäuschen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich komme sowieso schon zu spät. Den hat sie mal wieder mit Feuer gekocht. Gabler? Hallo? Bergmann hier. Ja, ich rufe aus dem Rheinhotel an. Hallo, Moment mal, ich verstehe Sie nicht. Sprechen Sie etwas lauter. Ja, könnten Sie sofort herkommen, Herr Gabler? Nein, nein, es ist wegen der Renz. Naja, sie scheint doch ein ganz interessanter Fall zu sein. Naja, sie bewohnt ein ziemlich teures Appartement und fährt privat einen flotten Sportwagen. Außerdem trifft sie sich oft mit einem Herrn, der ausländischen Akzent spricht. Was spricht er? Ausländischen Akzent spricht er, ja. Naja, das dürfte der Kavalier von heute Morgen sein. Aha. Nein, Sie sind im Moment hier im Rheinhotel. Da ist heute Abend Hausball, ja. Die Nummer habe ich vom Wagen. Das ist in Ordnung, ja. Na, ich würde sagen, Sie kommen her und sehen sich den Herrn mal an. Vielleicht kennen Sie ihn. Ja, und bringen Sie doch bitte einen Fotoapparat mit. Was soll ich mitbringen? Einen Fotoapparat. Ja, ich werde mal sehen, wo ich einen herkriege. Es wäre ganz gut, wenn wir ein Bild von dem Herrn bekommen könnten. Ja, ich komme gleich rüber. Ja, bis nachher. Fotoapparat. Ist der Langhorn noch im Haus? Nein, alle schon zu. Nein, nein, ist nicht so wichtig. Vielen Dank. Wieder. Rein in die gute Stube, wenn Sie nicht der Gerichtsvollzieher sind. Guten Abend, ich heiße Gabler. Das macht ja nichts. Kann ich Fräulein Siebenbohn mal? Natürlich, aber probieren müssen Sie mal, ja? Ja, so sehe ich. Und nicht schlappern, ja? Ausgezeichnet. Hilde! Ja, ist noch jemand gekommen? Ja, ich. Ja, ich bin die Firma zum Entschuldigen. Wie sehen Sie denn aus? Als Max, ja? Hallo Moritz. Herr Gabler, wollen Sie mitfeiern? Ja. Ich hab mich gerade erst umgezogen. Ja, ja. Die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft ist da drin. Warte mal. Tolle Stimmung. Gebt mal acht! Jetzt habt ihr all genug gelacht. Der Scheiße, aber den Kasten ein bisschen leiser. Gewiss, der Mann hat Fehler, nun, doch auch die Frau ist nicht immun. Drum höret mich jetzt bitte an. Jetzt will ich euch einmal als Mann genauso nach derselben These ganz offen die Lefitte lese. Ich stell als erstes fest, ganz bang, ihr seid des Mannes Untergang. Kein Wunder, dass Sie das Telefon nicht gehört haben. Ich habe versucht, das Telefon zu rufen, aber es hat sich niemand gemeldet. Hildegard! Ich wollte... Ach, Hildegard, hilf mir doch mal eben. Ich krieg das Kettchen nicht zu. Mutti, das ist mein Chef, Herr Jabler. Der Herr Jadler. Ja, das ist aber fein, dass Sie auch mal zu uns gekommen sind. Ja, also guten Abend. Ich bin eigentlich nur dienstlich hier.
Ich habe eine Bitte an Hilde. Ach ja, ich habe es ja geahnt. Nein, nein, um Gottes Willen. Entschuldigen Sie einen Moment, Herr Kahn. Ja, natürlich, bitteschön. Ich wollte Sie nicht wegholen. Aber Sie haben doch so einen fabelhaften Fotoapparat. Könnten Sie mir denn für heute Abend mal leihen? Hilde, komm doch. Ja, ich komm ja schon. Ich möchte nämlich im Rheinhotel ein paar interessante Aufnahmen machen. Aha, kein Leben für unser Society-Fotograf. Können Sie überhaupt mit einer Spiegelreflex umgehen? Naja, also besser wäre natürlich schon, wenn Sie mitkommen könnten, Hildchen. Nur für den Fall, dass. Nein, um Gottes Willen, nein. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Das ist ja gerade der Witz. Dann erkennt Sie kein Mensch. Onkel Willi, wo bleibst du denn? Die Übertragung ist ja gleich vorbei. Bring doch eine Flasche Sekt. Also ich habe hier schon zwei in der Hand. Die verduscht nämlich hier. Du wolltest mir doch die Schallplatten herausgeben. Mutti, die musst du dir von Mutti geben lassen. Ich muss noch mal für ein Stündchen weg. Ja? Ich hoffe, er schaut. Warum denn? Dienstgeheimnis. Einen Augenblick, bitte, meine Herrschaften. Bitte lächeln. Bitte noch mal herschauen. Falls Sie Bilder wünschen. Was? Das soll die Renz sein? Na, ich habe Ihnen doch gesagt, sie ist eine interessante Person. Den Mann kenne ich nicht. Sie? Nein, nie gesehen. Kinder, 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 wie lange wollt ihr da drin noch machen? Ich muss auch mal dringend die Hände waschen. Gleich, Onkel Willi, wir sind gleich fertig. Die kühle, zugeknöpfte Renz. Nun macht er schon. Der Kurt will auch mal die Kopf. Das heißt doch hoffentlich mal ein bisschen Zeit für mich. Ja, natürlich, Kurt. Oh, das ist aber scharf, dass die Herren schon gehen. Das geht wirklich nicht. Kurt beginnt morgen um 8 Uhr Dienst. Fräulein Renz, haben Sie vielleicht... Herr Ministerialdirektor, Sie wissen, dass ich weder das Recht noch die Möglichkeit habe, Ihren Stahlschrank zu öffnen. Ja, natürlich. Ich meinte ja auch nicht, dass Sie... Aber jemand hat die Akte wieder an ihren Platz zurückgelegt, in den verschlossenen Stahlschrank. Und die Akte war verschwunden. Ich bin doch nicht verrückt. Meine Herren, es ist nicht zu fassen. Ich mache eben den Stahlschrank auf, da liegt die verschwundene Akte wieder auf ihrem Platz. Rausch, überlegen Sie noch einmal ganz genau. Ich glaube kaum, dass Herr Rausch etwas dazu sagen kann. Ich habe später noch ein paar Fragen an Sie. Bitte, bitte. Erinnern Sie sich an den Fall Hoffmeister? Ja. Vor 4 Wochen ist das Gleiche beim Ministerialdirektor Hoffmeister passiert. Ja, wollen Sie damit sagen, dass... Über Nacht verschwand eine Geheimakte aus einem Stahlschrank und stand am nächsten Morgen wieder auf ihrem Platz. Genau wie hier wurde der Schrank nicht gewaltsam geöffnet und nur 2 Beamte kannten die Zahlenkombination. Dr. Hoffmeister und Ministerialrat von Jetzen. Sie meinen, dass... Ja, dass in beiden Fällen der gleiche Täter in Frage kommen kann. Herr Gabler, ja. Rufen Sie doch bitte bei mir im Büro an und lassen Sie sich die Besucherliste aus dem Fall Hoffmeister rüberkommen. Ja, gut. Und vergleichen Sie sie mit der Liste von Dr. Gregor. Alle Personen, die auf beiden Listen auftauchen, nehmen Sie unter die Lupe. Ja, mache ich. Ich fahre inzwischen zur Stahlpanzer AG. Das ist die Firma, die in unserem Bereich die Stahlschränke für die Behörden liefert. Ja, da werde ich gleich mal telefonieren. Und was kann ich tun? Im Moment nichts, Herr Doktor. Ich melde mich später bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Sind Sie noch da? Ich habe Sie also bei Dr. Gregor angemeldet. Ich weiß nur nicht, ob wir nachher miteinander sprechen können, wenn Sie hier sind. Auf alle Fälle also heute Abend um 8. Wir treffen uns an der Rheinfähre in Königswinter. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber ich habe noch eine Frage. Die Sankowski, von der Sie sprachen, woher kommt sie? Soviel ich weiß, ist sie Ostflüchtling. Wie lange arbeitet sie schon hier? Seit etwa 3 Wochen. Wissen Sie auch, wo sie vorher gearbeitet hat? Wollen Sie sich darüber bitte beim Personalreferat erkundigen? Woher soll ich das wissen? Ich dachte nur, es hätte ja sein können. Sie waren gestern doch noch auf dem Karneval, ne? Ich meine, weil die Schuhe nicht mehr da stehen. Und wenn? Hätten Sie was dagegen? Nein, nicht im geringsten. Auf Wiedersehen.
Guten Tag. Kennen Sie die Reinemacher Frau Sankowski? Die soll hier arbeiten. Sankowski ist doch die Neue hier, die erst vor ein paar Wochen gekommen ist. Wenn Sie die suchen, die ist vor 10 Minuten in den Keller runtergegangen. Soll ich Sie raufrufen lassen? Nein, danke, ist nicht nötig. Ich gehe schon selbst hin. Ich will Ihnen nur guten Tag sagen. Tag, Frau Sankowski. Tag. Ich habe gehört, Sie kommen aus dem Osten. Interessiert mich. Ich war auch lange drüben. Was hältst du drüben? Naja, in der Zone. Ich komme aus Königsberg. Das liegt jetzt in Russland. Mit der Zone habe ich nichts zu tun. Wie lange leben Sie denn schon in Bonn? Seit 1956. Und seitdem arbeiten Sie für Regierungsstellen? Nee, erst seit 2 Jahren. Warum fragen Sie denn danach? Wir müssen neue Tätigkeitslisten aufstellen, da wird jeder erfasst. Also vor 3 Wochen haben Sie hier angefangen. Wo haben Sie denn vorher gearbeitet? In der Zöllnerstraße. Ah, beim Ministerialdirektor Hoffmeister. Woher kennen Sie Fräulein Renz? Fräulein Renz? Nee, kenne ich ja nicht. Ich kümmere mich nicht um die Leute hier im Haus. Woher wissen Sie denn, dass sie hier im Haus ist, wenn Sie sie gar nicht kennen? Das denke ich mir. Sonst würden Sie ja nicht danach fahren. Ja, natürlich. Aber jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss weiterarbeiten. Frau Piel! Der wollte mich aushorchen, Vladek. Er wäre aus dem Osten, hat er gesagt. Und wo ich gearbeitet hätte. Und wie lange ich schon da wäre. Und ob ich Fräulein Renz kennte. Der wollte Jans was Bestimmtes wissen. Das sah ich dir. Aber ich hab ihn abgewimmelt. Den musst du mir zeigen. Ich hab mich erkundigt. Der ist bei der Geheimpolizei, der ist Bergmann. Geheimpolizei? Wer hat dir denn den Quatsch erzählt? Die gibt's doch hier ja nicht. Ich sage dir, der kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das ist mir egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt was unternehmen. Ja, danke. Hähnchen! Hähnchen, schnell! Ja, bin ja schon da. Stellen Sie doch mal den Besitzer des Ami-Wagens mit dieser Zollnummer hier fest. Und lassen Sie sich vom Personalreferat durchgeben, wo die Renz gearbeitet hat, bevor sie zu Dr. Gregor kam. Ja. Bitte Personalabteilung. Hier Büro Gabler. Ich brauche Auskunft über Sibylle Renz. Vor allem, Löffler, Ausfahrer der Firma Kleinmacher und Co. Papierwaren und Wohnanteil, das ist erledigt. Mhm. August ja. Schwarz, Inhaber der Druckerei Schwarz und Sohn. Robert ja. Allmann, Versicherungsvertreter. Gut. Dankeschön. Sibylle Renz hat 1959 als Schreibkraft im Wirtschaftsministerium angefangen, kam 1961 als Sekretärin zum Ministerialdirektor Dr. Hoffmeister und ist seit 2 Jahren bei Dr. Krieger. Sieh mal an. Sie war also vorher bei Dr. Hoffmeister. Verbinden Sie mich gleich mal mit Bergmann, bitte. Bergmann? Der ist nicht in seinem Büro. Welcher Stahlschrank kommt denn für unsere Dienststelle in Frage? Den Stahlschrank hier liefern wir sehr oft an Regierungsstellen. Er hat den Sicherheitsgrad 3. 3-Scheiben-Kombinationsschloss, das auf 3 Kennzahlen eingestellt werden kann. Und Spezialfach. Selbstverständlich feuerbeständig und praktisch absolut einbruchsicher. Schön und gut, aber es gibt doch sicherlich Leute, die das Ding mit Gehör und Gefühl aufbekommen können. Bei dem Stahlschrank nicht. Das Schloss hat keinen merkbaren Anschlag, wissen Sie. Also Ihrer Erfahrung nach ist es praktisch unmöglich, in den Stahlschrank einzubrechen, ohne den Spezialschlüssel zu besitzen und die Kennziffer zu wissen. Doch, ist schon möglich, wenn man einen passenden Nachschlüssel hat. Darf ich mal? Und viel Zeit, sehr viel Zeit. So viel Zeit, wie man braucht, um alle Zahlenkombinationen durchzuprobieren. Bei 3 Kennzahlen sind das ungefähr, na sagen wir mal, 1 Million. Und um die einzustellen, brauchen Sie so an die 10.000 Arbeitsstunden. Das sind bei der 45-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst, warten Sie mal, runde 220 Arbeitswochen. Also rund 5 Jahre. Und wenn Sie die nicht einhalten, dann kriegen Sie Krach mit der Gewerkschaft. Und wenn Sie zwischendurch ab und zu mal ein Trinken gehen, dann sind es noch ein paar Wochen mehr. Aber kommen Sie, ich habe genug von Glas und Stahl. Es müsste überhaupt verboten sein, im Karneval zu arbeiten. Ich schlage Sie zu einem Fläschchen Wein ein. Glauben Sie mir, in unsere Panzerschränke kommt so leicht keiner rein. Ich werde doch immer gerufen, wenn irgendwo mal was nicht in Ordnung ist. Ich sage Ihnen, da hatte jedes Mal einer seine Schlüssel verloren oder seine Kennzahlen vergessen.
Warum suchen sich die Leute auch immer Zahlen aus, die sie sich nicht merken können? Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Hören Sie mal gut zu. Nehmen Sie Ihr Geburtsdatum oder noch besser, das von Ihrer Frau. Da schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie haben immer die Kennzahl parat und Sie vergessen den Geburtstag Ihrer Frau nicht. Keine schlechte Idee, Herr Schmitz. Nein, nein, vielen Dank. Ich muss zurück, ich habe noch Dienst. Am Heiligen Karneval. Kommen Sie lieber mit mir. In einer halben Stunde, da starten die Kölsche Funke zu ihrer Karnevalsreinfahrt nach Königswinter. Da fahre ich mit. Ruck, zuck, fertig ist der Bayers. Kommen Sie mit, Herr Bergmann. Nein, nein, es geht wirklich nicht, Herr Schmitz. Aber vielleicht ein andermal. Oh. Ja, dann auf Wiedersehen und viel Spaß noch. Wiedersehen, Herr Bergmann. Oberzahl. Prost, meine Herren. Schwarz. Ja, guten Tag, Sibyl. Was wichtig ist? Ach so, nach Königswinter. Ich habe noch Geschäftsbesuch, Liebes. Ja? Ja, selbstverständlich hole ich dich ab. Um 19:30. Ja, Wiedersehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Aber natürlich. Ja, also mit der Lieferung müssen Sie sich noch 14 Tage gedulden. Sie wissen ja, über Karneval arbeitet ja kaum jemand. Das weiß ich. Na? Oh, ich glaube, da hilft mir noch ein Doppelstarker. Und ein Cognac. Übrigens, der Mustang-Besitzer, der ja? Amerikaner, der heißt Alessandro Cavelli, ist Italiener und arbeitet für eine österreichische Firma in Köln. Jetzt fehlt bloß noch, dass der mit dem Mustang nicht der einzige Kavalier von der Renz ist. Herr August Schwarz von der Druckerei August Schwarz und Sohn hat sich für heute Abend auch mit einer Sibyl verabredet. Draußen wartet ein Herr Ahlmann auf Sie. Na schön, bitten Sie ihn rein. Haben wir sie wenigstens alle hinter uns. Herr Ahlmann, bitte. Den Gang runter und dann rechts. Da ist der Fahrer. Da ist er ja. Und bitte geben Sie beim Pförtner den Schein wieder. Ja, natürlich. Herr Ahlmann, ich bedanke mich für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen, Herr Gabler. Wiedersehen. Herr Gabler? Ja? Ein Herr Löffler hätte Sie gerne gesprochen. Ah ja, ich komme. Dankeschön. Guten Abend, Herr Löffler. Guten Abend. Hier ist noch was? Was kann ich für Sie tun? Ich hätte Sie angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, deshalb bin ich noch mal vorbeigekommen. Ja, ich erwarte noch einen Besuch. Vielleicht können wir uns gleich hier unterhalten, wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Mommerz. Herr Mommerz kann doch ruhig dabei sein. Ich wollte Sie vertraulich sprechen. Unter vier Augen, wie man so sagt. Also. Ich möchte ein paar Angaben machen. Ach, Sie möchten Herrn Gabler allein sprechen? Ja. Ja, dann könnten Sie doch in den Konferenzsaal gehen. Das war ein bisschen groß, aber... Gut, dann unterhalten wir uns unter vier Augen. Danke, Herr Mommerz. Ja, Löffel, nun erzählen Sie mal, Sie kennen ja unsere Sorgen. Tja, also heute Morgen, da habe ich nicht alles gesagt. Aber das ist mir erst hinterher eingefallen. Ja, sprechen Sie sich ruhig aus, ich kenne das. Tja, ich habe den ganzen Nachmittag darüber nachgedacht, ob ich sagen soll oder nicht. Und? Tja, ich habe gemeint, ich soll es sagen. Vielleicht ist es wichtig, habe ich mir gedacht. Oder auch nicht, aber das werden Sie dann schon selber wissen, habe ich mir gedacht. Und deswegen bin ich nochmal vorbeigekommen. Das ist nett von Ihnen, es denken nicht alle so. Sie haben es nicht leicht. Ich stelle mir das schwierig vor, so beim Geheimdienst. Sicherungsschutz, Herr Löffler, Sicherungsschutz. So geheim sind wir gar nicht. Ich möchte eine Aussage machen. Eine Aussage? Dann gehen wir besser doch in mein Büro. Dann kann meine Mitarbeiterin gleich alles aufschreiben. Nein, nein, ich wollte es Ihnen erst mal sagen. Ja? Also sagen Sie es doch. Tja, also, ich möchte was von Herrn Kleinmach sagen. Kann ja sein, dass nicht weiter wichtig ist, aber ich muss Ihnen das mitteilen. Denn Sie haben ja gemeint, heute Vormittag, ich soll Ihnen alles sagen. Ja, natürlich. Sie sollen mir alles sagen, was Sie wissen. Und ich weiß noch was. Bitte nehmen Sie Platz. Der Herr Kleinmach, der fürs Ministerium die Formulare liefert. Ja, ich weiß, ich weiß. Der Herr Kleinmach, der hat Beziehungen zum Osten. Ach, interessant. Ja, und ich kann es auch beweisen. Er fährt immer nach Ungarn zur Jagd. Jedes Jahr. Ja, viele fahren nach Ungarn zur Jagd. Das ist ganz legal. Die Ungarn freuen sich über die Wiesen. Ach, so habe ich das doch nicht gemeint. Er bekommt auch Besuch von Leuten aus Ungarn. Und aus anderen Ostblockländern. Vor 14 Tagen war einer aus Rumänien da. Der ist da drüben Direktor von einer Papierfabrik. Ich habe die Herren nach Aachen gefahren. Ja, warum auch nicht? Ja, ich meine ja nur, dieser Mann aus Rumänien, der hat auf mich keinen guten Eindruck gemacht. Ach. Ja, der hatte einen ganz modernen Anzug an und sah gar nicht aus wie einer von drüben.
Und er war auch in London, in Paris und in Amerika. Ich glaube, das war ein Agent. Sie glauben also, dass Agenten so aussehen wie dieser Herr, den Sie nach Aachen gefahren haben? Herr Gabler, die Firma Kleinmach und Co., die ist gar nicht so gut dran. Das wissen wir alle. Und vor 2 Monaten hat der Kleinmach sich noch ein Grundstück in der Eifel gekauft. Na, wovon, frage ich Sie, wovon? Er hat eben gute Aufträge. Hat er nicht. Wir sind 87 Angestellte. Dazu kommen noch 7 Fahrer. Von den Putzfrauen will ich gar nicht reden. Aber der Umsatz stimmt nicht. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich der Meinung bin, dass der Kleinmann noch von anderer Seite Geld erhält. Was heißt von anderer Seite? Ja, von anderer Seite eben. Er ist häufig im Ministerium. Er kennt die Leute. Er hat Bekannte, die Regierungsräte sind oder noch was Höheres. Das ist doch sehr verdächtig. Ja, und Sie haben mir doch gesagt, ich soll Ihnen jeden Verdächtigen, den ich kenne, nennen. Ja, natürlich, das sollen Sie. Das ist Ihre Pflicht. Na, und für mich ist der Herr Kleinmach sehr verdächtig. Seine Frau ist aus Siebenbürgen. Na, die hat da drüben noch Verwandte. Ja, warum nicht? Das ist doch verdächtig. Die können doch die Frau Kleinmach da drüben erpressen. Ihr Mann liefert hier fürs Ministerium. Die da drüben wissen das. Setzen die Verwandten von ihr unter Druck und damit denen nichts passiert, da liefert ihnen der Kleinmach Informationen. Die können doch da drüben alles gebrauchen. Man liest doch immer wieder die Illustrierten oder hört es im Fernsehen. Die Agenten sind überall. Ja, natürlich, Agenten sind überall. Ich wollte doch nur sagen, dass meiner Meinung nach die Leute, die bei Kleinmachs verkehren, Agenten sind. Herr Löffler, darf ich ein paar Fragen an Sie richten? Bitte? Wie lange arbeiten Sie schon für die Firma Kleinmach? Seit 5 Jahren. Und Sie arbeiten als Fahrer? Ja. Sind Sie auch von drüben? Ja, ich bin 1956 aus Rostock gekommen. Dann wären Sie also auch verdächtig. Ich? Ja. Aber wieso ich? Weil Sie von drüben sind. Ach, aber ich bin doch schon seit 56 hier. Das spielt keine Rolle. Ich will Ihnen mal etwas sagen. Wir haben selbstverständlich auch über Sie Erkundigungen eingeholt. Wir wissen, dass Sie vorbestraft sind. Trotzdem beschäftigte Sie, Herr Kleinmach, weiter. Er hat Sie nicht entlassen. Das spricht für ihn. Aber er hat Ihnen nicht den Posten wiedergegeben, den Sie vorher hatten, nämlich Leiter des Auslieferungslagers. Woher wissen Sie das? Ich sagte Ihnen schon, wir haben uns erkundigt. Wir kennen auch die östlichen Besucher Ihrer Chefs. Diese Leute sind hier, um Geschäfte zu machen. Was für Geschäfte? Ganz legale Geschäfte. Wer sagt das? Ja, das müssen Sie uns einfach glauben, da sind wir besser orientiert. Und der angebliche Herr aus Rumänien war hier, weil irgendwo eine Papierfabrik gebaut werden soll, die eine deutsche Firma mit den notwendigen Maschinen ausrüstet. Aber der Mann sah doch aus wie ein Agent. Und ich sage Ihnen, dass dieser Mann kein Agent ist. Aber ich sage Ihnen auch, dass ich der Meinung bin, Ihre Antipathien gegen Herrn Kleinmach sind so groß, dass Sie ihm etwas anhängen wollen. Das stimmt nicht, Herr Gabler. Ich hielt es nur für meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass bei Kleinmachs öfter Besucher aus dem Osten sind. Gut, ich nehme das zur Kenntnis. Aber merken Sie sich eines, Herr Löffler. Wenn man einen Menschen verdächtigt, sollte man sich vorher etwas genauer informieren. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist dies. Der Besucher aus dem Osten ist in Wirklichkeit ein Italiener, der im Jahre 1949 aus Rumänien floh und der jetzt in Mailand Direktor einer Papierfabrik ist. Sie waren also schlecht informiert, Herr Löffler. Ihr Agent ist in Wirklichkeit ein italienischer Geschäftsmann, der aus Rumänien stammt. Und noch etwas anderes. Da mir inzwischen Herr Kleinmach sagte, dass Sie und er einen Prozess vor dem Arbeitsgericht führen, habe ich das Gefühl, um es ganz ehrlich zu sagen, dass Sie Ihren Chef absichtlich belasten wollen. Ich will Herrn Kleinmach nicht belasten. Ich wollte nur sagen, was ich weiß. Das will ich Ihnen glauben, Herr Löffler. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie überlegen sich das Ganze noch einmal. Die Sache mit dem Chef und der Verwandtschaft aus Siebenbürgen und den Besuchen aus dem Osten. Denn für uns gibt es nichts Schlimmeres als Denunzianten. Und diese Leute gehören nicht zum Kreis unserer Informanten. Sie überschlafen sich das alles noch einmal. Und wenn Sie meinen, dass Sie mir dann trotzdem noch etwas zu sagen haben, dann kommen Sie noch einmal zu mir. Gute Nacht, Herr Löffler. Wiedersehen, Herr Momatz. Wiedersehen, Herr Gabler. Na, ist noch was? Was hat man nun davon? Das ist er. Nee, habe ich noch nie gesehen.
Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Ich wollte mir nur mal den Mechanismus des Stahlschranks eingehend ansehen. Es will mir nicht in den Kopf, dass hier jemand in den Schrank rein kann, ohne Gewalt anzuwenden. Also das will mir nicht in den Kopf. Mir auch nicht. Aber lassen Sie sich nicht stören. Ich wollte nur sehen, ob Dr. Gregor noch da ist. Auf Wiedersehen. Also auf Wiedersehen, Herr Albrecht. Tag, Frau Hilde. Tag. Das war eben einer von denen, die in beiden Ministerien waren. Ich habe mir die anderen auch angesehen, ist aber nicht viel dabei rausgekommen. Ja, herein. Frau Sankowski? Kommen Sie rein. Ja, bitte, kommen Sie rein. Ich kann mir denken, warum Sie mich heute Morgen gefragt haben. Ich habe dem Vladik schon vor 2 Monaten gesagt, er soll sich Papiere besorgen, sonst kommen wir beide in die Bredouille. Moment mal. Wer ist Vladik und um welche Papiere handelt es sich? Der Herr weiß genau Bescheid. Er hat mich heute Morgen so komisch ausgefragt. Ich habe ja gleich gewusst, um was es gegangen ist, wenn er es auch nicht gesagt hat. Na, dann sagen Sie uns doch bitte, um was es geht. Also der Vladik ist mein Bruder. Der ist vor 2 Monaten von drüben abgehauen. Nun ist er hier ohne Papiere und Angst vom Durchgangslager gehabt und arbeitet schwarz. Aber ich will jetzt endlich meine Ruhe haben und keine Angst mehr wegen dem Vladek. Und darum sind wir gekommen, weil der Herr mich so komisch ausgefragt hat. Naja, da haben Sie recht gehabt. Um das Durchgangslager werden Sie nicht herumkommen, Herr Sankowski. Sauken. Ich heiße Vladek Sauken. Meine Schwester war mit dem Paul Sankowski verheiratet. Tja, Herr Sauken. Dann melden Sie sich so schnell wie möglich bei der Fremdenpolizei. Das Durchgangslager ist gar nicht so schlimm und Sie haben dann wenigstens Ihre Papiere, nicht? Frau Sankowski, auf Wiedersehen, Herr Sauken. War gut, dass Sie gekommen sind. Auf Wiedersehen. 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 Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, meine Unterredung mit der Sankowski war offensichtlich ein kriminalistisches Meisterstück. Na gut. Und trotzdem müssen wir Ihre Angaben überprüfen. Ja, das werde ich morgen gleich machen. Ja, sonst können wir wohl nicht mehr allzu viel tun. Bis Aschermittwoch macht doch kein Mensch mehr Dienst. Oder haben Sie noch was? Nein. Interessant wäre höchstens noch, dass der Druckereibesitzer Schwarz sich für heute Abend mit einer Sibylle verabredet hat. Ich habe zufällig gehört, weil er telefonierte. Aber das braucht ja nicht unbedingt unsere Renz zu sein. Moment, Moment, die Renz ist heute Abend verabredet, in Königswinter. Königswinter kam bei Herrn Schwarz auch vor. Sie wollte sich mit jemandem an der Rheinfähre treffen. Panzerschränke sind also auf die sanfte Tour geöffnet worden, ohne Gewalt. Dazu braucht man die passenden Spezialschlüssel und man muss die Kennzahlen wissen. Eben, fragt sich nur, wann die Schlüssel ran kann, beziehungsweise wer die Möglichkeit hat, sich Wachsabdrücke zu besorgen. Die Renz, eine Möglichkeit. Ja, natürlich. Und wenn sie es einigermaßen geschickt angestellt hat, dann kann sie auch die Zahlenkombination erfahren haben. Aber vergessen Sie nicht, dass die Renz schon seit 2 Jahren von Dr. Hoffmeister weg ist. Akte Hoffmeister ist aber erst vor 4 Wochen verschwunden. Aber wir dürfen die anderen Möglichkeiten nicht außer Acht lassen, selbst wenn die Sankowski nicht mehr in Frage kommt. Tja, lassen wir uns überraschen, ne? Thank you.
ein Mädchen Sie da haben. Aller Bonheur, aber das sage ich Ihnen. Wenn Sie mit mir und der Kölsche Funke gefahren wären, dann hätten Sie es bequemer gehabt. Und dann wären Sie jetzt genauso schön blau wie ich. Halt, vergessen Sie Ihren Stahlschrank nicht. Das ist mein Geschäft. Ja, 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 ja. Wer war das dann, hm? Jacques Schmitz aus Gold. Wenn Sie einen Stahlschrank bekämen, welche Zahlenkombination würden Sie da nehmen? Tja, zum Beispiel mein Geburtsdatum. 27.11.26. Das hat der Jacques Schmitz auch gesagt. Nicht sehen, wer der Mann ist. Herr August Schwarz war es jedenfalls nicht. Die Renz. Die wieder aussieht? Also wollen Sie mir nur endlich sagen, was ich hier soll? Über die Renz bin ich nur eigentlich ausreichend informiert. Sie sollen uns den Mann rausholen. Rosalie, ich kann mich auch nicht erinnern. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls auf einmal lag er unten drunter. Sieh mal an, der Ministerialrat von Jensen. Dem vor 4 Wochen die Akten verschwunden sind. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Das ist sehr liebenswürdig. Dankeschön. Interessant. Keine Kunst darin zu kommen. Tag, Herr Rausch. Sie haben aber eine merkwürdige Art, überall aufzutauchen. Tag, Herr Bergmann, was machen Sie denn hier am Karnevalssamstag? Ja, das Gleiche könnte ich Sie fragen. Na, ich bin nur hier quasi zu Hause. Ich habe mir nur den letzten Pariser Verhandlungsbericht geholt. Ich will ihn noch mal durcharbeiten. Lalu, Herr Rausch, was machen Sie denn hier? Tag, Herr Gabler. Hier ist die Aufstellung der Kontrollgänge. Danke. Alle Türen und Fenster werden jeden Abend überprüft. Sie glauben doch nicht, dass da jemand von außen so bei Nacht und Nebel in das Haus einsteigt, um Akten zu stehlen. Möglich ist alles, Herr Rausch. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Ermittlungen? Es läppert sich so zusammen. Ja? Ich muss machen, dass ich wegkomme. Sehe ich heute Abend auf dem Diplomatenball? Na, Ball ist wohl im Augenblick nicht gerade das Richtige für uns. Ich hoffe, wir können uns diese Nacht mal ausschlafen. Ausschlafen im Karneval, aber, meine Herren. Gabler? Bitte kommen Sie sofort ins Ministerium. Moment mal, ich verstehe kein Wort. Wer spricht denn da überhaupt? Sibylle Renz. Herr Gabler, bitte kommen Sie sofort ins Ministerium. Es ist schon wieder ein Aktenstück verschwunden. Was? Morgens um 5? Was tun Sie denn um diese Zeit im Ministerium? Das erkläre ich Ihnen, wenn Sie hier sind. Aber bitte kommen Sie gleich. Ministerialdirektor Gregor wartet auf Sie. Ja, ich bin gleich da. Ich,
Ich rufe nur noch Herrn Bergmann an und lassen Sie alles unberührt. Bis gleich. Ich glaube, Sie sind gekommen. Morgen. Guten Morgen, meine Herren. Tja, eine kleine Sonntagmorgen-Überraschung, meine Herren. Ich habe heute Nacht den Diplomatenball früher verlassen, weil ich hier noch ein wenig arbeiten wollte. Ich fliege nämlich morgen nach Paris. Ja, und wie ich hier meinen Stahlschrank öffne, da sehe ich auf den ersten Blick, dass wieder ein Aktenstück fehlt. Diesmal die Hauptakte zu PV-100. Herr Dr. Gregor hat mich dann angerufen. Ich hatte das Fest auch bereits verlassen. Ich bin natürlich sofort hergefahren, aber auf der Herfahrt von Herrn Renz, die sich noch auf dem Ball befand, abgeholt und mitgebracht. Ja, ich selbst habe Herrn Rauschdaum gebeten. Frau Renz war Zeugin, wie ich die Akte in den Schrank legte. Sie sollte mir bestätigen, dass ich das auch wirklich getan hatte. Ich weiß ja schon selbst nicht mehr, was ich... Herr Dr. Gregor hat die Akte in den Stahlschrank zurückgelegt. Ich habe es selbst gesehen. Ja, es ist dieselbe Situation wie vor 3 Tagen. Das heißt, nicht ganz dieselbe. Anscheinend hat der Dieb diesmal Durst gehabt. Er hat eine Flasche Cognac ausgetrunken. Das heißt, sie war noch halb voll. Sie ist hier auf dem Tisch. Am Freitag hatte ich Besuch von Herrn Ministerialrat von Jensen. Wir hatten ein paar dienstliche Fragen besprochen und dabei einen Cognac getrunken. Von Jensen? Ja. Ich denke, Besucher werden grundsätzlich nur im Besuchszimmer empfangen. Nein, grundsätzlich ja, aber das gilt natürlich nicht für Kollegen von anderen Ministerien. Übrigens, welche Zahlenkombination haben Sie benutzt? Sie können sie jetzt ruhig sagen, sie müssen sowieso geändert werden. 25, 7, 28. Das wollten Sie doch wissen. Sie wollten doch wissen, ob ich die Zahlen kenne. Sie sehen, ich kenne sie. Ja, das stimmt. Ich hatte das Geburtsdatum meiner Frau genommen. Es war kinderleicht, sie herauszubekommen. Ich war doch fast täglich dabei, wenn der Stahlschrank geöffnet wurde. Und an dem Glas haben Sie wohl Lippenstift entdeckt. Allerdings. So. Und weil der Lippenstift an dem Glas ist, muss dieser Lippenstift von mir sein. Und weil der Lippenstift von mir ist, muss ich den Cognac getrunken haben. Und weil ich den Cognac getrunken habe und die Zahlen kenne, bin ich die Aktendiebin. So zieht ein kluger Kriminalist doch seine Schlüsse nicht. Fräulein Renz. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie mir auf Schritt und Tritt nachspionieren? Glauben Sie, ich wüsste nicht, dass Sie Erkundigungen über mich eingezogen haben? Sogar bei meiner Hausmeisterin. Woher nehmen Sie die Unverfrorenheit, in mein Privatleben einzudringen? Woher nehmen Sie die Unverschämtheit, mich zu verdächtigen? Es ist unsere Pflicht, alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, Fräulein Renz. Und Sie müssen zugeben, dass bei Ihnen einige Dinge nicht zusammenpassen. Wenn Sie meine Wohnung und meinen Wagen meinen, dann sind Sie auf dem Holzweg, mein Lieber. Ich habe von Haus aus Mittel genug, um mir ein paar Annehmlichkeiten leisten zu können. Und ich arbeite, weil es mir Freude macht, und ich arbeite nicht, um an Geheimakten heranzukommen. Oder glauben Sie vielleicht, ich sei so dumm, Sie so schnell wie möglich hierher zu holen, wenn ich gerade mal wieder eine Akte gestohlen habe? Fräulein Renz, ich habe Sie bisher weder verdächtigt noch beschuldigt. Aber wenn Sie wollen, können Sie uns jetzt ein paar Fragen klar beantworten. Sie verkehren mit einem Herrn Cavelli und Sie sind mit Ministerialrat von Jensen befreundet. Bei ihm verschwanden Akten, genau wie hier. Vielleicht können Sie uns jetzt sagen, in welchem Verhältnis Sie zu diesen Herren stehen. Was geht das denn Sie an, Sie? Sie? Oh Gott. Ganze Jahr lebt man eingezwängt in Konventionen und die paar Tage, die man sich mal austoben kann. Da kommen Sie daher und wollen mich verdächtigen, dass ich... Bitte, um Gottes Willen, beruhigen Sie sich doch, Frau Renz. Also wirklich, Herr Bergmann, dass die Zahlen weiß, ist meine Schuld und der Lippenstift am Cognac-Glas. Mein Gott, ich habe vorhin Renz gebeten, einen Cognac mit uns zu trinken. Aber mit dem Aktendiebstahl hat sie nicht das Geringste zu tun. Herr Doktor, ich glaube, das Beste wäre, wenn Sie so täten, als ob nichts vorgefallen sei. So, wie denken Sie sich das eigentlich? Diesmal ist die Hauptakte PV-100 verschwunden. Ich weiß, ich hätte sie nicht in den Schrank zurücklegen sollen, aber ich war doch nur ein paar Stunden außer Haus. Hören Sie, meine Herren, ich brauche die Akte morgen und ich muss wissen, was in der Zwischenzeit mit ihr geschehen ist. Wir werden alles tun, um den Fall zu klären, Herr Dr. Gregor. Das kann ich nur hoffen, Herr Bergmann. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hoffentlich habe ich ihm nicht zu viel versprochen. Also, 2-mal verschwinden über Nacht Geheimakten aus verschlossenen Stahlschränken. Und in der nächsten Nacht werden sie wieder auf ihren Platz zurückgezaubert. Das ist vielleicht schon öfter passiert, ohne dass es jemand gemerkt hat. Wahrscheinlich. Der Dieb fühlt sich anscheinend so sicher, dass wir annehmen können, dass er die Akten, die er heute geholt hat, auch wieder zurückbringt. Dazu hat er ja auch jetzt die beste Gelegenheit. Hier wird doch bis Aschermittwoch nirgendwo mehr regulär gearbeitet. Aber wenn der Dieb nun doch was gerochen hat,
Wenn die Renz, also wenn die Renz etwas mit der Sache zu tun hat, dann ist sie das Kaltschnäuzigste, was mir je begegnet ist. Überlegen Sie doch mal. Die erste Aktion wird entdeckt und 3 Tage später startet sie eine neue am gleichen Ort. Außerdem spielt sie uns hochdramatisches Theater vor. Nee, nee, nee. Jedenfalls haben wir heute die erste echte Chance. Heute Abend stellen wir unserem Aktenliebhaber eine Falle. Hallo, Herr Bergmann. Was sind Sie denn schon so früh auf den Beinen? Haben Sie Dienst oder sind Sie noch von gestern übrig geblieben, so wie ich? Na, Herr Schmitz, ganz schön getankt am frühen Morgen. Dem Fahren nach 2,8 Promille. Alles Gewöhnung. Ein alter Fußballspieler muss eben morgens schon ein paar Elfmeter schießen können. Jedes Mal ein Korn und ein Kölsch. Zuerst das Foul und dann das Tor. Und in dem Zustand fahren Sie Auto? Machen Sie sich nichts draus. Ich bin ein alter Hase. Mir passiert nichts. Und erwischt haben Sie mich auch noch nicht. Wollen Sie schnell einheben, meine Herren? Na, vielen Dank. Nein. Sie sind eingeladen. Lieber nicht, Herr Schmitz. Für uns wird es Zeit, dass wir nach Hause kommen. Und für Sie auch, aber besser mit einer Taxe. Das schaffe ich noch. Meine Herren, auf Wiedersehen. Na, wenn das mal gut geht. Ich rufe Kommissar Neubert von der Kripo an. Verständigen Sie die Beamten vom Bereitschaftsdienst und die Wachleute und sagen Sie ihnen, dass wir heute Abend hier mitmischen. Wäre schön, wenn Ihre Hilde wieder mitspielen würde. Ich habe eine hübsche Rolle für Sie. Das war keine klaren Kommen. Immer anständig bleiben. Ne? Keine Bange, keine Bange. Und dann ist ja gut. Und das muss mir passieren, wo ich heute Abend mit meinem Schweizer Cousin auf den Montmartre-Ball gehen wollte. Na, machen Sie sich nichts draus, Wildchen. Es ist doch hier ganz nett. Ja, das sagen Sie. Na, zum Liebespaar gehören nun mal 2. Bergmann hier. Bergmann, auf der Straße ist alles in Ordnung. Hier ist auch alles ruhig. Seid vorsichtig. Ganz gut. Achtung. Ja, Neubert? Osten 1, alles in Ordnung. Danke. Bereitschaftsdienst, bitte. Bereitschaftsdienst? Namen? Nein. Gibt's was Neues? Nein, nichts. Moment mal. Geh in mein Büro rauf, ich habe was vergessen. Ja, ist gut, Herr Regierungsrat. Herr Regierungsrat Rausch. Das Wege in dein Büro. Rausch? Danke, Ende. Was will denn der hier? Mitten in der Nacht? Komisch. Was machen Sie denn hier? Das sollten wir Sie gerade fragen. Mein Gott, mit Ihnen hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet, was ich hier mache. Herr Bergmann sagte heute Morgen noch, im Augenblick könne man gar nichts machen. Und es wurde ja auch so gut wie nichts unternommen, um den Aktendieb zu fangen. Na ja, da habe ich mir gedacht... Wir wollten Sie ihn selber fangen. Na, nicht gerade fangen, aber ich wollte ihm eine Falle stellen, eine Fotofalle. Und ich habe nämlich hier im Stahlschrank ein,
ein Blitzlicht eingebaut, das in dem Moment auslöst, wenn man den Schrank ein bisschen öffnet. Ja, das sehen wir. Aber das sieht doch der Mann, der den Schrank öffnet, auch. Was glauben Sie, wird er dann mit Ihrem Film machen? Na, daran habe ich natürlich auch gedacht. Und deswegen habe ich die Kamera nicht im Schrank eingebaut. Sondern dort. In diesem Ordner. Das Objektiv ist genau auf den gerichtet, der den Schrank öffnet. Ich wollte mich davon überzeugen, dass der Ordner nicht von der Stelle gerückt worden ist. Deshalb bin ich hierher gekommen. Wissen Sie denn, meiner Meinung nach müsste ja der Aktendieb, so wie er sich bislang verhalten hat, eigentlich heute Nacht wiederkommen. Ja, das glauben wir auch. Aber nun rupfen Sie mal Ihr Blitzlicht aus dem Schrank. Ja? Und machen Sie das Licht aus. Ja, das mache ich schon. Sonst wird aus der ganzen Geschichte nichts. Eigentlich gar nicht so dumm, Ihre Idee. Aber warum haben Sie sie für sich behalten? Herr Bergmann hat mich ja nie zu Wort kommen lassen. Ich fürchte, sogar eine Zeit lang hat er mich in Verdacht gehabt. Das kann schon sein. Und daran sind Sie nicht ganz schuldlos. Naja, wissen Sie, es erschien mir aber die einzige Möglichkeit, zu sagen. Ja. Na, so was Ähnliches haben wir auch schon gemacht früher. Vor 10 bis 15 Jahren. Ach ja? Ja, und heute? Wie macht man das heute? Schau mal, was von Infrarot gehört. So toll. Ohne Blitzlicht? Ja, ja. So ähnlich. Mhm. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schön kalt hier drin ohne Heizung. Kuscheln Sie sich an mich, da wird Ihnen wärmer. Meine Füße können Sie doch nicht in die Tasche stecken. Na, warum nicht? Wenn da die ganze Nacht zu gehen soll, dann Mahlzeit. Hallo. Jetzt könnte es interessant werden. Bergmann hier. Bergmann. Eine Gestalt springt gerade in die Kellereinfahrt vom Ministerium. Ausgänge besetzen. Verstanden. Die beiden Nebenausgänge besetzen. Ich bleibe hier am Haupteingang. Jawohl. Ist was los? Ja. Abgeschaltet. Die automatische, ja.
Nehmen Sie die Hände hoch! Keine Bewegung! Achtung, Alarm! Geben Sie Alarm! Was ist denn das? Für Bastler. Was für Sie? Geben Sie auf, Mann! Schmitz? Ich Trottel. Ich hätte wissen müssen, dass was schiefgegangen war, als ich sie heute Morgen hier aus dem Haus kommen sah. Am Karnevalssonntag, wo kein Mensch arbeitet. Aber ich war wohl zu besoffen. Sagen Sie uns, was mit den Akten passiert ist. Sie haben mich erpresst. Der Durst, wissen Sie? Der Durst, den ich immer hab. Ich hab im Suff mal ein Kind totgefahren und dann Fahrerflucht begangen. Woher die das wussten, weiß ich nicht. Aber zwei Tage später waren sie bei mir. Und jetzt muss ich dafür bezahlen. Wer sind die Leute, die Sie erpresst haben? Wie heißen Sie? Wo finden wir Sie? Schmitz, hören Sie! Olszewski heißt der eine. Er will mit der letzten Maschine nach Wien fliegen. Er hat die Mikrofilme noch. Ohnmächtig geworden. Benachrichtigen Sie die Kollegen im Flughafen Wahn oder lassen Sie sich mal das lieber selbst. Rufen Sie inzwischen einen Krankenwagen. Und wir werden uns um diesen Herrn Olszewski kümmern. Ja, kann ich da mitfahren? Besser nicht, Herr Rausch. Sehen Sie lieber nach, ob die Akte wieder unbeschädigt zurückgekommen ist. Geben Sie mir das Ding her. Bergmann? Ja, hier Bergmann? Hören Sie auf zu turteln, die Jagd ist vorbei. Hilde muss nach Hause und ins Bett. Turteln nennt er das. Wir müssen nach Wahn raus zum Flughafen. Kleinen Fischzug machen. Ja, verstanden. Ende. Der Schmitz. Auf den Schmitz wäre ich nicht gekommen. Ich war eher der Meinung, die Renz steckte doch dahinter. Dabei hat er mir selbst die Tipps gegeben. Zuerst, als er mir so dringend empfahl, mein Geburtsdatum als Kennziffer zu benutzen, und dann, als er mich auf die Idee mit den Nachschlüsseln brachte. Ja klar, er konnte sich Wachsabdrücke von den Spezialschlüsseln machen, bevor er die Schränke ablieferte. Und
Dann als bei dem zweiten Aktendiebstahl der Cognac ausgetrunken war und wir Schmitz am frühen Morgen mit so einer Fahne vom Ministerium trafen, da hätte es mir eigentlich klar werden müssen. Alles klar? Alles abgeriegelt, sämtliche Ausgänge besetzt. Guten Tag, Kriminalpolizei. Haben Sie einen Passagier Olszewski abgefertigt? Guten Tag, meine Herren. Ja, Herr Olszewski ist auf der Liste. Können Sie sich erinnern, wie er aussieht? Ja. Überhaupt nichts. Ein Kaffee, bitte. Aber Sie wollte es mir ja nicht glauben. Olszewski, Sie sind verhaftet. Keine Bewegung. Sonst muss ich grob werden. Dasselbe gilt für Sie, gnädige Frau. Den Kaffee können Sie noch austrinken. Und Ihre Rechnung bezahlen. Wie viel bin ich schuldig? 1,90 bitte. Danke. Ihre Hände stecken Sie nicht in die Tasche, Olszewski. Ihre Handtasche werde ich nehmen, gnädige Frau. Wenn Sie Dummheiten machen, muss ich Sie an die Kette nehmen. Bitte Ankunft mit der Fußflug 373 aus Berlin in Position 10. Taxi! Wollen Sie nicht lieber mit mir fahren? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Machen Sie keine Bewegung, die mir nicht gefällt, sonst nehmen Sie die Hände runter. Steigen Sie ein. Na los. Oh! Donnerwetter, das war aber gut. Na, da hätten wir ja den ganzen Club zusammen. Danke, los. Die Vernehmungen sind noch im Gange, aber wir wollten Sie auf alle Fälle orientieren, Herr Doktor, damit Sie beruhigt nach Paris fliegen können. Wir sind sicher, dass der Inhalt der Akte PV100 der Gegenseite nicht bekannt geworden ist. Dieser Olszewski scheint der Kopf des Unternehmens gewesen zu sein. Er selbst hatte keine Mikrofilme bei sich, aber sein Partner, er hatte einen gefälschten österreichischen Pass auf den Namen Korvac, hatte die Mikrofilme hier im Absatz dieses Schuhs verborgen. Und im Griff seiner Aktentasche. Bei der Frau angeblich hatte sie den Namen Bralnova. Fanden wir die Kopien im Boden dieser Haarspraydose. Und in diesem Lippenstift verborgen. Ist ja nicht zu fassen. Warum die drei dasselbe Flugzeug benutzen wollten, haben wir noch nicht rausgekriegt. Sicher ein Trick. Die werden gedacht haben, dass wir nicht drei Agenten in einer Maschine vermuten. Jedenfalls
haben wir die Mikrofilme. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Ministerialdirektor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Ministerialdirektor, und viel Erfolg in Paris. Ich danke Ihnen, Herr Bergmann. Herr Doktor, auf Wiedersehen. Herr Gabler, Wiedersehen. Fräulein Renz. Auf Wiedersehen, Fräulein Renz. Guten Tag. Gott sei Dank. Schade, sie kann mich immer noch nicht leiden.